ah, was hattest du denn an? Oder ah, wie betrunken warst du denn? Wo warst du denn? Ich weiß, dass die Menschen das alle nicht böse meinen, aber es ist halt sehr ein sensibles Thema und solche Fragen führen eben dann dazu, dass man sich dann wieder irgendwie selbst die Schuld gibt. Hallo, ich bin Sandra Hesch, ich bin 22 Jahre alt und ich wurde sexuell belästigt. Hallo Sandra, schön, dass du heute da bist. Wie und wo wurdest du sexuell belästigt? Es ist mir leider schon mehr als einmal passiert. Meistens ist es aber abends in Clubs oder in Bars in Wien passiert. Was ist da genau passiert? Am Abend in den Bars und in den Clubs wird da meistens was getrunken und ich habe das Gefühl, leider verlieren da ganz viele dann die Hemmschwellen. In diesem blauen Kleid wurde ich mehrmals sexuell belästigt. Das Kleid wurde mir hinten mal einfach aufgeschnürt. Das Kleid ist dann runtergefallen oder mir wurde hinten ins Kleid nach vorne zu meinen Brüsten reingegriffen oder unten rauf ins Kleid. Aber es ist mal nicht nur in diesem blauen Kleid passiert, sondern auch in anderen Outfits. Wie hast du dich danach gefühlt? Am Anfang war ich natürlich geschockt und ich habe mich am Anfang einfach selbst schuldig gefühlt, beziehungsweise ich habe mir die ganze Zeit gefragt, okay, vielleicht wäre das jetzt nicht passiert, wenn ich ein anderes Outfit getragen hätte und habe einfach eben Gründe gesucht, warum es passiert ist und die Gründe eigentlich bei mir gesucht. Wie bist du damit umgegangen? Nachdem das Ganze passiert ist, habe ich eigentlich am Anfang mal gar nicht wirklich darüber gesprochen. Aber weil es mich dann schon sehr beschäftigt hat, habe ich mal angefangen, eben das Freundinnen zu erzählen. Meinen Eltern zum Beispiel habe ich es gar nicht erzählt, weil ich mir einfach geschämt habe und weil ich mir eben so selber die Schuld gegeben habe. Aber ja, ich habe einfach das Gespräch mit Freundinnen gesucht. Sie waren alle sehr, sehr verständnisvoll. Aber es ist doch das ein oder andere Mal auch die Frage aufgetaucht, ah, was hattest du denn an? Oder ah, wie betrunken warst du denn? Wo warst du denn? Es ist halt schon ein bisschen nach äußeren Gründen auch gesucht worden, muss ich sagen. Ich weiß, dass die Menschen das alle nicht böse meinen, aber es ist halt sehr ein sensibles Thema und solche Fragen führen eben dann dazu, dass man sich dann wieder irgendwie selbst die Schuld gibt. Wie hast du erkannt, dass nicht das Kleid und auch nicht du selbst schuld wart? Bevor ich feiern gegangen bin, war eine Freundin mal bei mir und ich bin vor meinem Kleiderschrank gestanden und ich habe zu ihr gesagt, boah, was soll ich mal anziehen? Und sie hat dann eben auf mein blaues Kleid getippt und ich habe dann zu ihr gesagt, nee, das kann ich mir nicht anziehen. Und dann hat sie gesagt, warum? Und dann habe ich gesagt, ja, weil in dem Kleid, da passieren mir immer so schlimme Sachen. Es ist mir, glaube ich, jetzt schon tatsächlich dreimal was mit diesem blauen Kleid passiert. Also ich bin schon dreimal in diesem blauen Kleid sexuell belästigt worden. Und sie hat dann zu mir gesagt, aber Sandra, das Kleid ist doch nicht schuld. Du kannst nichts dafür und das ist halt ein Zufall praktisch, aber mir ist auch schon was in einem Oversize-Blazer passiert. Ja, und das war eigentlich dann der Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, egal was ich anhabe, leider kann es immer passieren. Das Kleid ist nicht schuld und besonders ich bin nicht schuld und schuld sind einfach eben die Menschen, die das machen. Und ja, mittlerweile ziehen wir das blaue Kleid auch wieder öfter zum Feiern an. Wann hast du beschlossen, deine Geschichte auf Social Media zu teilen? Ich habe tatsächlich, um dieses ganze Erlebnis zu verarbeiten, zuerst einen Song darüber geschrieben, um das ganze Erlebnis zu verarbeiten. Ich verarbeite alles mit der Musik und ich habe dann schon ewig überlegt, habe dann aber mal den Mut zusammengerafft und habe ein TikTok drüber gepostet, einfach drauf losgeredet und das Video, das ist halt einfach so krass viral gegangen. Es haben so viele Frauen drunter kommentiert, dass denen leider schon das Gleiche passiert ist. Also die Resonanz war extrem und da habe ich dann gewusst, okay, ich muss mehr über dieses Thema sprechen. Wie reagierte die Social Media Community darauf? Warum ich nicht gleich über dieses Thema auf Social Media gesprochen habe, obwohl ja sehr, sehr viele private Dinge auf Social Media erzähle, ist, weil es mir schon bewusst ist, dass ganz viele Menschen nicht wirklich verstehen, dass es nicht meine Schuld ist. Wie bist du mit den Kommentaren oder Nachrichten von jungen Frauen mit ähnlichen Erfahrungen umgegangen? Es war ehrlich gesagt extrem. Ich habe noch nie so viele Direktnachrichten dann auf Instagram bekommen von Frauen, die ihre Geschichte mit mir teilen. Ganz extrem war es dann, nachdem ich meinen Song Blaues Kleid released habe. Und das war dann extrem. Das war eine Welle von Privatnachrichten, wo sie eben Frauen, aber teilweise sogar Männer, bei mir bedankt haben und gesagt haben, danke Sandra, dass du deine Geschichte geteilt hast. Es hat mich ermutigt, es hat mir gezeigt, ich bin nicht schuld. Oder so Nachrichten wie, wegen dir traue ich mir wieder dieses Kleidungsstück anziehen. Berührt mir natürlich voll und freut mir voll und bedeutet mir sehr, sehr viel und zeigt mal, wie wichtig das ist, dass man mit so einem Thema einfach offen umgeht und drüber spricht. Was rätst du Frauen oder Mädchen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben? Mein Rat ist auf jeden Fall, sprich darüber, sprich mit Menschen darüber, denen du vertraust. Es gibt aber auch natürlich Stellen, wo man hingehen kann. Es gibt professionelle Hilfe und das betone ich immer wieder. Ich bin keine professionelle Hilfe. Ich möchte einfach nur eben die Message verbreiten. Du bist nicht schuld. Das Thema soll nicht totgeschwiegen werden. Aber ich kann keine professionelle Hilfe ersetzen. Es gibt tolle Angebote. Es gibt zum Beispiel in Wien den Frauennotruf. Das ist eine 24-Stunden-Hotline. Da kann man anrufen, wenn man sexuell belästigt wird. Man wird dort super beraten. Da gibt es ganz viele Anlaufstellen. Ich würde das einfach erraten zu nutzen. Ich habe das persönlich nett gemacht und ich bereue es ziemlich. Ich habe nur mit Freunden darüber geredet, aber ich würde auch auf jeden Fall
professionelle Hilfe mir suchen, weil es einfach ein sehr belastendes Thema ist und ich ja gemerkt habe, wie lange das es dauert, dass man darüber hinwegkommt, beziehungsweise dass es trotzdem immer noch in mir schlummert. Also ja, drüber sprechen, nicht totschweigen, es ist kein Tabuthema, du bist nicht schuld, das sind so meine Messages.